Bei mir im Studio ist jetzt Professor Stefan Fröhlich, Politikwissenschaftler, Universität Erlangen-Nürnberg. Wollen wir reden, sozusagen knapp 12 Monate dauert der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Was wir jetzt in diesen Tagen erleben, ist noch einmal sehr viel Gesprächsarbeit. Vor der eigentlichen Tagung der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel ist vorgeschaltet ein besonderes Format, was vielen noch nicht ganz so geläufig ist, die NATO-Kontaktgruppe Ukraine. Wer spielt damit? Kann man das noch mal kurz in 2 Sätzen sagen? Ja, also ich meine, das ist, hat eigentlich eine lange Geschichte, wenn wir zurückschauen. Es gibt parallel zu der vielen bekannten NATO-Russland-Akte aus dem Jahr 1997 gibt es auch eine NATO-Russland, eine NATO-Ukraine-Charta aus dem gleichen Jahr. Und seitdem gibt es durchaus enge Verbindungen, insbesondere in den Bereichen kombinierte gemeinsame Einsätze, UN-mandatierte, muss man dazu sagen, mit Blick auf Konflikt- und Krisenmanagement, Stichwort humanitäre Intervention etc., Ausbildungsmissionen und vor allen Dingen sehr enge Abstimmungen auch mit Blick auf Abrüstungsfragen, die damals noch sehr, sehr zentral gewesen sind nach der 94er Budapester Erklärung. Also insofern, das hat eine lange Tradition. Und mit Sicherheit darf man erwarten, dass hier natürlich das Thema Waffenlieferungen zum Gegenstand gemacht wird vor dem Gipfeltreffen der Verteidigungsminister. Selenskyj hat das ja schon vorbereitet durch seinen Besuch vor 2 Wochen oder 1,5 Wochen durch die europäischen Hauptstädte. Das war eine kurzfristige Europatour von fast japanischem Ausmaß. Sie haben es angesprochen, seit 1997 sozusagen der engere Gesprächsfaden. Das ist nun auch schon wieder fast ein Vierteljahrhundert. Die NATO ist jetzt in diesen Monaten in eine besondere Situation gekommen. Dass der Westen ganz allgemein zusammenrückt, aber B, dass man aufpassen muss, dass man sozusagen den schmalen Grat zur Kriegspartei nicht überwindet. Wie ist diese Ausbalancierung bisher gelungen aus Ihrer Perspektive? Ja, eigentlich ist sie soweit gut gelungen, aber ich glaube, dass wir so ein bisschen beobachten können, die Diskussion nimmt ja immer wieder Fahrt auf und wir haben die Diskussion um die Kampfpanzer jetzt vor 2, 3 Wochen gehabt, jetzt Anfang des Jahres, jetzt wird die Diskussion um die Kampfflugzeuge eröffnet. Also seitdem der Westen Waffen liefert, ist das ein Thema. Es ist hierzulande ganz besonders ein Thema, das wissen wir, aber es gilt auch für alle anderen NATO-Mitgliedstaaten. Die NATO bemüht sich hier sehr, sehr einheitlich aufzutreten. Bloß kein Signal auszusenden, dass man nicht an einem Strang diesbezüglich zieht. Es ist auch sozusagen die offizielle Lesart oder das offizielle Narrativ der NATO von Kriegsbeginn an zu sagen, wir wollen nicht Kriegspartei werden. Und deswegen ist das natürlich ein Dauerthema mit jeder Waffenlieferung, mit jeder Eskalation, vor der man natürlich große Angst hat, ist das ein Thema gewesen. Ich glaube, dass wir selbst mittlerweile in so einer Spirale uns diesbezüglich befinden. Wenn man sich mal anschaut, wir haben ja auch viel geredet darüber, Putin reagiert da irrational, wie reagiert er darauf? Kommt dann die Drohung mit den Nuklearwaffen gleich wieder postwenden, auch jetzt im Zusammenhang mit den Kampfflugzeugen, muss man schon sehen, dass Putin natürlich längst allen Anlass gehabt hätte, die NATO zur Kriegspartei zu erklären. Wir machen das ja daran fest, dass wir nicht offiziell in irgendeiner Form über russischem Territorium oder Angriffswaffen liefern wollen. Bis jetzt sind es ja vorwiegend Defensivwaffen. Das ist die Diskussion. Ja, bestimmte Debatten werden ja auch, das hatten Sie auch im Vorgespräch gesagt, eher im Hintergrund geführt, bis wir das öffentlich sozusagen, bis uns das öffentlich erreicht, hat es schon wahrscheinlich Monate gebraucht, bis zum Beispiel auch die Frage von Kampfjets und sowas intern verhandelt wurde. Was wir im Grunde genommen nochmal streifen müssen, ist, Sie haben im Grunde genommen gesagt, dieses Gleichgewicht, in der sich die NATO weiterhin bewegen muss. Und das wird jetzt noch einmal komplizierter, indem es nämlich durch diese Aggression die Avancen gibt von Schweden und Finnland, auch die erklärte Bereitschaft aufzunehmen, die aber wiederum einstimmig sein muss. Jetzt sind wir wieder bei der Türkei. Also bringt das die NATO noch mal extra in kompliziertes und schweres Fahrwasser? Ja gut, ich meine, die Türkei ist ein sehr unbequemer Partner und ein unangenehmer, ja, es gibt Einstimmigkeitsbeschluss oder es herrscht bei solchen Fragen natürlich das Prinzip der Einstimmigkeit.
Öffentlichkeit. Deswegen ist das problematisch. Das gilt aber im Übrigen auch mit Blick auf alle Fragen der Waffenlieferungen, auch mit Blick auf die Frage, wenn die NATO in irgendeiner Form bemüht sich ja um Geschlossenheit, wir versuchen also Alleingänge zu vermeiden. Das heißt, das gilt auch für Waffenlieferungen. Das sind in aller Regel, es sei denn, es wird explizit von der NATO eingeräumt gewissermaßen, dass bestimmte Staaten Allianzen vorpreschen. Aber grundsätzlich, offiziell gilt das Einstimmigkeitsprinzip. Ja, ich meine, das ist, es zeigt auf der einen Seite natürlich nicht nur die Geschlossenheit der NATO, auch den Willen zur Erweiterung. Es zeigt natürlich auch den Bedarf der Staaten, der bislang neutralen Staaten, die jetzt auch unter den Schutzschirmen der NATO schlüpfen wollen. Insofern, es ist schon ein starkes Signal. Und was wir beobachten können, ist auch ein Stück weit eigentlich so eine geopolitische Verlagerung an die Ost- und die Nordflanke, die natürlich künftig mehr Bedeutung haben wird. Professor Fröhlich, wir machen es zum Ende noch ganz kompliziert mit der 1-Million-Dollar-Frage. Wie kommen wir raus aus diesem Konflikt? Es gibt viele Ideen. Es gibt die Frage von Diplomatie. Es gibt die Frage von einem Kräfte sozusagen Ausgleich. Wohin tendieren Sie? Es ist sehr schwierig zu beantworten. Also meine Antwort lautet bis jetzt eigentlich immer, wir können, wie heißt es so schön, die Rechnung nicht ohne den Wirt machen, ohne die Ukraine und ohne Russland, wenn da nicht die Bereitschaft da ist. Wir können versuchen das oder könnten versuchen, indem wir beispielsweise die Ukraine bewegen, dass wir weniger Waffen liefern und sie versuchen, in solche Verhandlungen hineinzuzwängen. Es gibt, auch das sollte man, darüber sollte man sich im Klar sein, die haben gerade angesprochen, Kampfflugzeuge, ein Thema, was schon lange hinter den Kulissen nur vor der Öffentlichkeit verborgen diskutiert wird. Das Gleiche gilt für Friedensverhandlungen. Unlängst gab es eine Initiative Washingtons zu sondieren, wie weit die Bereitschaft, gerade auch jetzt Anfang des Jahres, der Ukrainer und der Russen geht mit Blick auf Verhandlungen. Und beide haben klar und deutlich signalisiert, auf keinen Fall. Also ohne Ukraine, ohne Kiew geht das nicht. Und solange USA und China im Moment nicht sprechfähig sind, wird das sozusagen auch kein guter Weg sein zu beschreiten. Ganz herzlichen Dank für Ihre Perspektiven und Einsichten heute Morgen bei Phoenix. Danke, Professor Stefan Fröhlich, Universität Erlangen-Nürnberg.